Meine Damen und Herren, wir beschließen unsere Sendung mit historischen Aufnahmen und dem Dirigenten Michael Gielen mit einer Opernrarität von Christoph Willibald Gluck. Merlins Insel oder Die verkehrte Welt heißt die einaktige Opera Comique, die Gluck 1758 in Wien komponierte. In einer mehrjährigen Interimsphase zwischen seiner Auseinandersetzung mit dem italienischen Opernstil und seinen berühmten Reformopern. Das Stück auf ein Libretto von Louis Anseaume ist eine zeitkritische Satire auf soziale Missstände, auf Standesdünkel und andere menschliche Schwächen, wobei die 12 lose gereihten Burlesken-Szenen einen zusätzlichen komischen Reiz dadurch erhalten, dass erhabene mythologische Gestalten auf Figuren der derben Commedia dell'arte treffen. Die Ouvertüre hat Gluck 20 Jahre später als Einleitung zur Iphigenie auf Tauris wiederverwendet. Die Funkfassung von Günter Hauswald, in der Sie die Oper nun hören werden, verzichtet auf die gesprochenen Dialoge zugunsten einer ironisch getönten Handlungsschilderung. Es singen Tom Brandt, Mimi Kurze, Dorothea Siebert, Theo Altmaier, Benno Kusche, Hermann Prey, Helmut Krebs und andere. Es sprechen Hilde Mikulic und Peter-René Körner. Das Kölner Rundfunk-Sinfonieorchester spielt unter der Leitung von Michael Gielen. Des Meeres schlägt an die Küste einer einsamen Insel. Verebbt ist der Sturm, der die Wogen aufpeitschte. Die Trümmer eines gestrandeten Schiffes liegen am Gestade. Mühsam haben sich zwei Schiffbrüchige auf die Insel gerettet. Sie sind erschöpft und fast verhungert, wissen keinen Ausweg. Eine öde Gegend scheint das hier zu sein. Doch plötzlich geschieht ein Wunder. Ein üppig gedeckter Tisch mit Wein, einem gewaltigen Putenbraten und Fisch erscheint vor den beiden. Merkwürdig, das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Thank you.
Schiffbrüchigen haben sich schnell gefasst. Just so, wie es auf dem Theater sein muss. Man überlegt nicht lang, sitzt vergnügt an der Tafel und schmaust und trinkt, dass es eine Lust ist. Schon halb versöhnt mit dem harten Schicksal. Pierrot, der eine der beiden abenteuerlichen Gesellen, hat sich bereits entschlossen, hier zu bleiben. Ihm gefällt's. Welch gastlich Platz, Kapitän, wir möchten mit dir ich leben. Ach, welch gastlich Platz, Kapitän, da wird die Zeit uns nicht lang, da wird die Zeit uns nicht lang, halb tot kamen wir wieder an, finden reich gedeckt soeben, denn Tisch, da ist alles dran, wie von Zauberhand gegeben. Ach, welch gastlich Landskappe, hier möchte mit ihr nicht leben. Ach, welch gastlich Landskappe, da wird die Zeit um sich lang. Halb tot kommen wir hier an, in den Reich gedeckt soeben. Den Tisch, da ist alles dran, wie von Zauberhand gegeben. Ach, welch gastlich Landskappe, ihr möchte mit ihr ich leben. Ihr möchte mit ihr ich leben, da wird die Zeit uns nicht lang. Ihr möchte mit ihr ich leben, da wird die Zeit uns nicht lang. Capin, der andere Leidensgefährte, hat inzwischen einen guten Appetit entwickelt und sich auch mit dem unfreiwilligen Aufenthalt ausgesöhnt. Aber neugierig sind sie alle beide. Sie stecken die Köpfe zusammen und rätseln über ihr unvermutetes Glück. Merkwürdig sind doch manchmal die Männer. Wer soll schon dahinter stecken? Eine Frau? Oder ein Zauberer? Das könnte nur Merlin sein, meint Capin. Der versprach uns doch, als wir ihm 3 Jahre treu gedient hatten, wir würden in einem wunderbaren Land unser Glück machen. Fast sieht es so aus, als ob Scapin tatsächlich das Unwahrscheinliche glaubt. Ganzen Tag keiner was tut, als immer fort essen und trinken. Alles was das Herz so begehrt, wie der Kopfmeister gerne gewährt. Nicht soll dir tun, als essen oder trinken, nicht als essen oder trinken. Alles was das Herz so begehrt, wie der Kopfmeister gerne gewährt. Alles was das Herz so begehrt, wie der Kopfmeister gerne gewährt. Wie der Kopfmeister gerne gewährt. Ihr könnt ihr stets nur essen und immer von trinken, nur essen und immer von trinken. Alles was das Herz so begehrt, wie der Kopfmeister gerne gewährt. Nicht soll ihr tun, als essen und trinken, nicht als essen und trinken. Alles was das Herz so begehrt, wie der Kopfmeister gerne gewährt, wie der Kopfmeister gerne gewährt. Berlin verspricht. Berlin verspricht, alles was das Herz so begehrt, wir vom Meister gerne gewährt, wir vom Meister gerne gewährt. Eh bien, soweit wäre die Sache in Ordnung. Aber ein Mädchen fehlt noch zu allem Glück. Hübsch natürlich und zwischen 15 und 20 Jahren. Pierrot schwärmt von blitzenden, funkelnden Augen. Scapin von still verträumtem, häuslichem Glück. Voilà. Kann man seinen Blicken trauen? 2 strahlend schöne Mädchen stehen mit einem Schlag auf der Bühne. Das gibt bei den jungen Männern zunächst eine ziemliche Verwirrung. Doch sie kommen ja nicht umsonst aus Paris und sind an galante Abenteuer gewöhnt. Charmant und erfreut begrüßen Sie die beiden Schönen.
Selbst wenn eure Stadt dann nur lauter Gefangene hat, so bemerkt mit Recht lakonisch der junge Scapin. Aber Argentine und Diamantine, die Mädchen mit den reizvollen Namen, widersprechen dem entschieden. Sie meinen, dass es auf dieser Insel keinen Ehebruch, keinen Betrug gibt. Ein jeder Gatte widme sich nur seiner Frau. Und das scheint ja eine verkehrte Welt zu sein. Monde renversé. Argentine protestiert. Sie stimmt sogleich einen Lobpreis auf die Treue der Männer dieser Insel an.
Pierrot und Scapin schauen recht ungläubig drein. So etwas gibt's doch wohl kaum noch. Sie denken an ihre Heimat, an Paris, an pikante Abenteuer mit charmanten Frauen. Doch vorbei, passé. Diese Mädchen sind zu reizend. Kurz entschlossen erklären beide, dass sie sie heiraten wollen. Ob sie dabei wohl einen Hintergedanken haben? Vielleicht. Jedenfalls erkundigt man sich, wie es denn wohl mit dem Bargeld und der Mitgift stehe. Potzapament, das hatten die beiden nicht erwartet. Die Schönen fangen zu klagen an, dicke Tränen kollern über ihre Wangen. Leider, leider, so seufzen beide, haben sie viel zu viel Geld. Donnerwetter, Pierrot und Scapin springen auf, das kann doch unmöglich stimmen. Doch, es stimmt. Die beiden Mädchen erklären ihre Lage und die Gesetze dieser Insel. Bist du mal? Tapfer, lebe du mal?
werden also die Freunde das große Los gezogen. Und doch ist ihnen ein wenig komisch zumute. Man überlegt. Sollte das Glück wie eine bunt schillernde Seifenblase gleich wieder zerplatzen? Denn es gibt eifersüchtige Rivalen. Quel malheur! Pierrot springt auf, stemmt die Arme in die Hüften und ist auf das Rencontre mit den Gegnern gefasst. Lass sie machen, ihre tollen Tachen, ich höre ihnen ein, bis sie alle verlachen. Lass sie machen, zum Teufel heran, zum Teufel heran. Kuschus will ich machen, bis das Spiel fängt an. Kuschus will ich machen, bis das Spiel fängt an. Zum Teufel heran, lass ihn machen, ihre Sonne machen. Und Schluss will ich machen, bis das Spiel fängt an. Und Schluss will ich machen, bis das Spiel fängt an. Ich höre jeden ein, wenn sie alle verlachen. Lass ihn machen, ihre Sonne machen. Und Schluss will ich machen, bis das Spiel fängt an. Und Schluss will ich machen, bis das Spiel fängt an. Ein männliches Wesen auf, anscheinend einer dieser Rivalen, Kavalier von Scheitel bis zur Sohle nach der neuesten Mode gekleidet. Wer nun aber ein richtiges Duell erwartet, sieht sich getäuscht, denn der elegante Herr greift verzückt zur Gitarre und trällert ein Liedchen. Das wahre Glück bleibt im Leben, was froh sie uns gebracht. Wie sollte es Weisheit geben, wenn niemand singt und lacht? Das wäre ein töricht Leben, das uns nur Ehren macht. Das wäre ein töricht Streben, das uns nur Ehren macht. Ich will als ein Weiser finden, Vergnügen jederzeit. Der Gegenwart liegt verbinden, die Zukunft liegt ja weit. Ich fühl mich reich, bin Bacchus und aber zugleich. Fühl mich reich, bin Bacchus und aber zugleich. La 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 la. Der ist offenbar völlig verrückt, oder zumindest ein Witzbold. Bacchus und Amor zugleich? Kann man so etwas hier überhaupt unterscheiden? Pierrot und Scapin zweifeln daran. Man klopft dem vermeintlichen Kavalier ein wenig vertraulich auf die Schulter. Die Freunde vermuten nämlich in ihm einen Narren vom königlichen Hofe. Mitnichten. Ein Philosoph ist es, der lachend, singend und tanzend seine Weisheit verkündet. Das geht doch wohl etwas zu weit. Für die jungen Leute sind Philosophen nur schäbig gekleidete Schleiereulen, verschrobene und weltfremde Einsiedler, die diskutieren, memorieren, konstruieren, konjugieren, etc., etc., etc. Monde renversé. Allmählich merken sie, dass sie wirklich in eine völlig verkehrte Welt geraten sind. Aber man ist schlau genug, den lachenden Philosophen ein wenig festzuhalten und überredet ihn zu einer Probe seiner Lebensweisheit. Ich will hier weiter und weiter.
und vulgar. Allzu eintönig ist's für wahr. Musik für das Herz, ich gestehe, stell ich mir doch ganz anders vor. Es gefällt euch nicht, wie ich sehe. Drum sing ich euch nun so ins Ohr. Drum sing ich euch nun so ins Ohr. Bei Nacht in der Heulerstadt am Leben. Immer nur auf Liebe, nur bedacht. Ihr ganz zärtlich und allzeit. Ihr ganz zärtliche Leben, ja, die Melodie scheint jetzt gut, ja, die Melodie scheint jetzt gut. Gleich noch mehr von den komischen Sitten und Gebräuchen auf dieser Insel. Wie grotesk. Hier gibt es keine Diebe, keine Bösewichter, keine Strafen. Der Richter urteilt nach gesundem Menschenverstand, nicht nach dem Gesetz. Geld spielt keine Rolle. Die Kaufleute verzichten auf Gewinn. Theater und Kunst stehen in hoher Blüte. Schauspieler und Sänger verstehen sich blendend. Man schiebt sich gegenseitig die besten Rollen zu. Es gibt keine Intrigen und Ränke. Keinen Neid und Hass. Keine Liebelei. Und? Kein Kesses Abenteuer. Mon de renversé. Scapin und Pierrot können sich nicht mehr halten vor Lachen. Sie prusten heraus. Schöne Zustände sind das hier. Der Philosoph ist verschwunden und man beratschlagt, was hier zu machen sei. Scapin ist dafür, mit den verdrehten Narren dieser Insel Geschäfte anzubandeln. Ach, Unsinn. Man beschließt einfach mitzumachen. Der aussichtsloseste Beruf, den in Paris keiner achtet, ist hier offenbar gerade der rechte. Scapin scheint sich über diese Aussicht zu freuen. Dichter und Maler zu werden, das bringt uns das Glück auf Erden. Dichter und Maler zu werden, der Beruf der gute Welt, der gute Welt. Denn in Frankreich, wie wir sehen, müssen beide Betten gehen.
an Geld bei ihnen fehlt, weil's an Geld bei ihnen fehlt. Dichter und Maler zu werden, das bringt uns das Glück auf Erden. Dichter und Maler zu werden, der Beruf, der gut gewählt, der gut gewählt. Frankreich, wie wir sehen, müssen beide betteln gehen, weil's an Geld bei ihnen fehlt, weil's an Geld bei ihnen fehlt. Dichter und Maler zu werden, das bringt uns das Glück auf Erden. Dichter und Maler zu werden, der Beruf, der gut gewählt, der gut gewählt. Holla, gibt es jetzt eine neue Komplikation? Ein zweiter Inselbewohner taucht auf. Mon Dieu, wie stolz er ausschaut. Festliche Kleidung mit bunten Bändern, Federhut und Degen. Ein Offizier also. Keineswegs. Wie doch die Kleidung täuscht. Trotz seiner Eleganz entpuppt sich dieser Monsieur de la Candeur als ein biederer Justizbeamter, als eine kleinliche Schreiberseele. Man höre nur, wie umständlich er den beiden erklärt, wie hierzulande Prozesse geführt werden. Sittikus und Anthropophat nehmen, was der andere hat. Die Ähnlichkeit ist richtig. Zahlen sollen laut Gesetz, sie die Spießen vom Prozess. Unterschiede ist richtig. Wer Prozesse führen möchte, der ist jederzeit und recht. Die Ähnlichkeit ist richtig. Doch der Advokat ist gut, sagt mit einem Wort genug. Der Unterschiede ist richtig. Zu dem Richter geht man dann, der den Streit beenden kann. Die Ähnlichkeit ist richtig. Denn sein Urteil hat gebracht, dass es Ruhe und Eintracht schafft. Der Unterschiede ist richtig. Witwen und der Weise gut, bei uns allen sicher ruht. Die Ähnlichkeit ist richtig. Nur um glücklich sie zu sehen, würden selbst ihr Betten gehen. Der Unterschiede ist richtig. Tolle Zustände. Alles scheint hier auf dem Kopf zu stehen. Da können Pierrot und Scapin sich nicht versagen, die Biederkeit dieses so ehrsam scheinenden Herrn ein wenig anzuzapfen. Schelmisch und pfiffig, wie die beiden nun einmal sind, horchen sie ihm aus. Ob denn die Gattin wirklich treu ist? Man staune. Keiner der jungen Leute in seinem Büro wagt auch nur einen kleinen Flirt mit der schönen und klugen Gattin. Ja, wie ist so etwas nur möglich? Monsieur de la Candeur gibt die Antwort. Allzeit verliebt und nur Zärtlichkeiten. Allzeit verliebt, zu vermeiden wir Tänkereien. Allzeit verliebt. Dass es nur Zärtlichkeiten
Paris genauso gemacht hätte, nämlich lieben bei Tag und Nacht. Aber es bleibt keine Zeit, melancholisch zu werden. Denn schon tänzelt ein adrettes Mädchen heran, das sich als eine Ärztin entpuppt. Ob das nicht schon wieder eine tolle Überraschung gibt? Unsere Freunde hören zunächst an, was sie zu erzählen hat. Eine patente Ärztin. Pierrot bewundert sie in der Tat. Wie heilt sie denn ihre Patienten? Sie versteht weder Griechisch noch Latein, weiß nichts von Medikamenten und Salben. Nun, sie schaut ihren armen Kranken nur schelmisch in die Augen und sogleich sind sie gesund. Strenger Schulmeister, altmodisch, weltfremd und schrullig zumal. Pierrot und Scapin machen sich ein wenig lustig über ihn. Was liegt näher, als dass sie ihn aushorchen wollen? Er müsste doch eigentlich wissen, was Liebe ist.
Schon einmal einen solchen Lebemann gesehen, treu, reich, verschämt, schlicht, ehrlich und anständig? In Paris würde man Kopf stehen, wenn er dort auftauchte. Pierrot schaut völlig verständnislos drein. So was von einer verdrehten Welt. Nicht einmal prunkvoll kleiden und lässt sich auf die Tafel nicht üppig bereiten. Seht an, der Kontrast ist frappant. Seht an, der Kontrast, ja, der Kontrast ist frappant. So ist denn hier ein Leben, man wirklich bescheiden. Er nimmt sich gar nicht schwatzhaft und nicht arrogant. Will sich nicht einmal prunkvoll kleiden und lässt sich auf die Tafel nicht üppig bereiten und lässt sich auf die Tafel nicht üppig bereiten. Seht an, der Kontrast ist frappant. Seht an, der Kontrast, ja, der Kontrast ist frappant. Seltsame Lebemann verabschiedet sich. Doch was passiert denn jetzt? Tränen überströmt stürzt Argentine herbei. Theater auf dem Theater, keiner weiß, worum es geht. Sie schluchzt und jammert. Frieden, wo wohl ich hinfahre, wer will,
Freunde haben Verständnis für den Kummer der Mädchen und schwören ewige Treue. Und schon tauchen die Nebenbuhler auf. Ob es jetzt ein Duell gibt, wutschnaubend naht an. Wo sind die Rivalen schlecht? Verräter, Übeltäter, weißt du frech, dann ohne Recht. Vater, wo fragst du schon, das schon schwere Not? Dort mit Täter regnen, von dir es Liebe regnen, von dir es Liebe, Liebe regnen. Wo sind sie, die Rivalen recht? Verräter, Übeltäter, sei so frech, fang ohne Recht. Aber wo darf ich doch was schon sterben los? Und mit dir verwegen, so viel des Liebe regnen, so viel des, was wird es Liebe, Liebe regnen? Droht ernst zu werden. Eine zünftige Rauferei um die Mädchen scheint unausbleiblich. Doch Diamantine greift ein und versucht zu beruhigen. Natürlich will man sich der Landessitte beugen und alle Händel vermeiden, aber aufgeben wird man die Geliebten nie, nie. Ob das ja ernst ist? Verflixt noch mal eine heikle Lage. Aber auch hier gibt es in der Mont-Renversé einen Ausweg. Das Glücksspiel soll entscheiden. Die jungen Männer müssen um die Bräute würfeln. Natürlich vor einem hochwohllöblichen Notar. Pierrot und Scapin, arg in der Klemme, stimmen notgedrungen zu. Gewichtig kommt der Herr Notar, Monsieur Prudhomme, einhergeschritten, notiert Namen und Herkunft der Bewerber und legt den Kontrakt gleich vor. In dem Kontrakt ist gemäß eurem Worte alles schon eingesetzt und zwar exakt. Alles schon eingesetzt und zwar exakt. Vor Notar haben sich soeben eingestellt in der verkehrten Welt. Einerseits, wie man sieht, die Herr-Anizerbe, wohl bekannt hier am Orte, und andererseits die Herr-Pierrot-Scapé, alle zwei hier ganz fremd, etc. Herr Kuh! Weil diese Herren zu schwören wagen,
um gleich alle vier zu sagen, dass zur Frau sie nehmen auf ihr, die Jungfrau Arfettine, ihr zur Stelle und die Amortine, die sie alle lieben gar zu sehr. Drum warten sie länger nicht mehr und wollen das Schicksal erfragen, welches ihnen soll die Wahrheit sagen. Die Würfel her, den Becher auf und ihr spielt. Wenn das ich getan, will ich gern euch den Rücken wenden. Lasst die Szene uns rasch beenden. Jeder macht unterzeichnet, jeder macht unterzeichnet, jeder macht unterzeichnet. Etc. etc. Jetzt wird's ernst. Die Würfel rollen. Drei. Das war's, Kapitän. Argentin ist entsetzt. Pierrot greift zum Würfel. Zehn. Er triumphiert. Das war zu früh. Sabin würfelt 15. Und Anif sogar 18. Tumult und Streit. Kein Mensch versteht ein Wort. Doch der Notar greift ein. Die Würfel sind gefallen. Nach des Landes Gesetz muss Diamantine Servin die Hand reichen. Sie tut es sogleich und nimmt voller Schmerz Abschied von Pierrot. Ja, ich komme, begossene Pudel stehen die beiden Freunde da. Scapin ist verärgert. Oder tut er nur so? Pierrot jedenfalls scheint pfiffiger zu sein. Und macht gute Miene zum bösen Spiel. Bin ich doch in diesem Falle übler als ein Spieler dran? Hat der Pech, verstehen alle, dass vor Zorn erzogen kann. Der Schick und Flucht. Er schimpft und blutet und streitet, wirft den Würfel, wirft den Würfel, fallen hoch, weil er ihm Unglück hat bereitet, doch ich weiß nicht, was man tut, doch ich weiß nicht, was man tut. Mein Freund, sei klug und frag nicht viel, mach gute Miene zum Spiel. Mach gute Miene zum Spiel, mach gute Miene zum Spiel. Bin ich doch in diesem Falle übler als ein Spieler dran? Hat er Pech, verstehen alle, dass vor Zorn enthoben kann. Er schlägt und flucht, er schimpft und blutet und streitet, er schlägt. Und er schimpft und blutzt und streitet, wirft den Würfel, wirft den Würfel voller Wut, weil der ihm Unglück hat bereitet. Doch ich weiß nicht, was man tut, doch ich weiß nicht, was man tut. Mein Freund, sei klug und frag nicht viel, mach gute Miene zum Spiel. Welch Wunder! Auf einmal wird die ganze Landschaft zauberhaft hell. Und aus den geglätteten Meereswogen steigt eine Grotte auf, in tausenderlei Farben schimmernd. Merlin, der große Zauberer, kommt.
feierlich verkündet dieser, dass er seine beiden Nichten Argentin und Diamantin, aha, also doch, mit den beiden Fremden vermählen will, deren Herzen er schon lange geprüft hat. Da nützt kein Protest der Rivalen, die im Glücksspiel gewonnen haben. Merlins Wort gilt auf dieser Insel. Er berührt die beiden Jünglinge mit seinem Zauberstab. Nun erst werden sie rechte Menschen. Menschen frei von Habsucht und Neid. Menschen, die gewillt sind, fernab von dem leichtsinnigen Paris, ein Leben in Rechtschaffenheit und Ehre zu führen. Und mit dem Triumph von Treue und Liebe endet das Spiel von der verkehrten Welt.